Politik hat man schon im echten Leben, ne? Wenn ich mich da schon nicht interessiere, warum soll ich mich da im Videospielen darüber interessieren? Also ja. So, kannst du mal da rauskommen, bitte? Und Fire Emblem ist normalerweise auch sehr politisch ausgerichtet. Aber je neuer die Spiele irgendwie werden, desto weniger Politik kommt da irgendwie vor. Ich meine, du hast kaum politische Inhalte hier in dem Spiel. Von daher. Ja, das Spiel ist ein bisschen mehr Anime als andere, ne? Aber wie gehe ich denn jetzt hier rein, ey? Ich weiß gar nicht, wie ich hier tackeln soll. Irgendeiner muss sich ja mal rausbewegen, Kollegen. Spätestens er wird uns hier auf den Nerven gehen. Außerdem ist mir der Animationsstil irgendwie sehr ans Herz gewachsen. Am Anfang habe ich gedacht, das Spiel sieht zu Anime aus, zu bunt irgendwie. Aber jetzt irgendwie spätestens, ich habe ja für die Thumbnails, da musste ich mir die ganzen Cutscenes nochmal anschauen, ja. Aus dem letzten Part. Die Cutscenes sind super aus. Also sieht schon klasse aus, ne? Die ganzen Emotionen und so, die Charaktere in den Gesichtern haben. Bei diesen Cutscene-Style. Das sieht schon nicht schlecht aus, ne? So, wie mache ich denn das jetzt? Ich muss ja jetzt irgendjemanden reinpacken, der irgendwie beide Angriffe hier aushält. Was soll ich das denn machen? Was ich machen kann, ist... Nein. Spätestens weiß ich nicht, wie die Gesichtsausdrücke animiert sind und so. Spätestens da merkt man schon, das sieht da schon richtig gut gemacht. Ne? Da habe ich irgendwie so weiter nicht. Weil ich dachte, das Spiel sieht ein bisschen zu bunt aus. Ich dachte, als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, das Spiel irgendwie zu bunt aussah. Und irgendwie nicht so, keine Ahnung. Weil ältere Fire Emblem Spiele sahen halt ein bisschen rauer aus, ne? Da hast du keinen Charakter mit irgendwie so mit solchen Haarfarben oder so, ne? Als ich zum ersten Mal irgendwie Wanda gesehen habe, habe ich schon einen Schreck bekommen, weil er irgendwie, weiß nicht, sieht irgendwie zu Anime aus, ne? Also die helle Haarfarbe von dem und so, irgendwas sagt mir so, ne? Irgendwie geht das nicht, ne? Ja, mittlerweile. Was auch immer. Was wollte ich denn hier nochmal machen? Ach so, ja. Ich hab mir die ganze Zeit gedacht, irgendwas hatte ich hier vor. Ne? Ich wusste aber nicht mehr, was. Ja. So, wenn du mich jetzt nicht bewegst, ne, dann komme ich da sofort von rein. Ne? So, was schon sagen. Da. Null. Alles auf Null. Ja, jetzt kommt der eigentlich. Wir gehen doch framlos, ist klar. Oh nein. Okay. Wir haben 10% Crit-Chancen. So, jetzt können wir das hier erledigen. Das ist viel zu wenig Schaden, Mann. Mal hier rein. Kannst du versuchen, ihn nicht zu töten? Nee, schon. Okay, einen kannst du machen, aber nicht noch einen. Okay. Ein weiterer wäre zu viel gewesen. Tatakai.
Okay. Da vertagen wir erstmal ein bisschen, ne? Wen kriege ich denn hier? Oh nein. Obwohl. Ja, sie macht ihn platt. Nee. Irgendjemand war ja noch auf Level 11, du. Sie macht den Eiskalt fertig. Warum? Keine Ahnung. Bungeta haben anscheinend weniger Verteidigung als 69. Als Scharfschützen. Das mir irgendwie komisch vorkommt. Figur, endlich mal. So. Ich nehme an, du kannst ihn mal erledigen, ne? So, auf Level 13. Ach ja, er kann ja nichts töten. Oh. Kacke. Also war echt kacke, ne? Kann den irgendjemand hier töten? Ja, Tensa, mach du mal. Ein beschissener Ring, ey. Ja, so ein Ring, mit dem du nichts töten kannst. Viel Spaß. Ich nehme an, damit kannst du irgendwie, weil nicht. Wir könnten wir eigentlich Bail geben, ne? Damit sie niemanden hier aus Versehen tötet. Und uns irgendwie Kills abnimmt, aber er ist trotzdem schwachsinnig, weil du willst der Schwert einen eigentlich nur ein bisschen, habe ich so Gefühl. Im Sinne von, nehmen wir mal an, es ist irgendwie besser, die Chance zu haben, jemanden zu töten oder nicht zu töten, anstatt nur die Option zu haben, jemanden nicht zu töten. Von daher stehst du dann da und du musst jemanden töten, ne? Aber du kannst es nicht, weil du so einen blöden Ring ausgerüstet hast. Einmal musst du noch treffen. So, was haben wir denn hier für Leute? Erika, Sigurd und Ike. Okay, kriege ich auch Bewegungsgeschwindigkeit. Haben die ihre, ihre normalen Dinger, ne? Fähigkeiten, keine Ahnung. So, hier würde ich gerne Siegout geben, ne? Ist keine Waffe ausgerüstet? No, sah doch komisch aus. Ike könnte eigentlich hier Diamant nehmen, ne? Auch Momente, du hast auch Momente, ja. So, dann sind wir eigentlich auf der Zielgerade schon, ne? Viel kann jetzt hier nicht passieren, würde ich sagen. Ich meine, da kommt noch ein bisschen was, ne? Nö. So, ich könnte ihr aber auch Sigurd geben, ne? Bin sowieso keine Band herkommen. Ike könnte wohl ab, könnte eigentlich auch Ike nehmen, ne? Nee. Diamant. Dann verstehe ich aber immer noch nicht. Ich verstehe immer noch nicht, wo diese eine Szene hier spielt, die wir im Intro gesehen haben. Wer könnte denn hier noch Verteidigung gebrauchen? Oh, wir? Ah, komm.
Obwohl, er kriegt ja nicht die Verteidigung. Warte. Boom. Supportpunkte. Also dieser eine Szene, wo wir irgendwie mit all unseren Emblemen hier das Schloss gestürmt haben und gegen Sombon gekämpft haben, ne? Also ich weiß nicht, was das irgendwie sein sollte, ne? Weil das scheint ja nicht irgendwie die Vergangenheit gewesen zu sein. Und in der Vergangenheit hat man ja eine rote Haare. Und da haben wir ja schon gesehen, ne? So, er hat die legendäre Waffe Brionak. Kommt mir bekannt vor, der Name. Gab es bestimmt schon mal irgendwann in Fire Emblem, ne? Ist definitiv nicht aus Free Houses, glaube ich. Die sehen alle so komisch aus, die Waffen in Free Houses. Du hast 14. Halt. 28. Oh, ja, kein Ding. Dann will ich hier hin, für mehr ausweichen. Für mehr Abwehr. Oder, ja, so können wir es natürlich auch machen, ne? Ich nehme an, die Szene spielt dann noch in der Zukunft, ne? Wir sind noch nicht da. Ist der schon wieder nicht gekommen? All there. Okay, wer ist ja noch? Erika. Was habe ich gesagt? Mal wieder, ne? Wir haben ja gesehen, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Nee, wir sind doch, wir haben noch gegen Sombon gekämpft, ne? Gegen seine menschlichen Form, und danach, ich weiß gar nicht mehr, was danach passiert ist. Na, du Sack. Na, warte, da komme ich nicht ran. Was, wenn ich ein bisschen näher komme, wie hier zum Beispiel? Ich bin so gut wie vor dir, ne? Ich brauche kein Protection. Ich weiche deinen Angriff wahrscheinlich sowieso aus. Aber wir haben ja gesehen, irgendwie hier mein Hauptcharakter und Marv. Dann hatten wir irgendwie Temera und Ike und Diamant und Roy und Ivy und Christina. Und das ist bis jetzt noch nicht passiert, ne? So, Alter, ich stehe direkt. Kannst ja nicht machen, ja. Legendäre Waffe bringt dir nichts, wenn du euch nicht bewegst, ne? Ist ja auch schon gleich, was kommt, ne? Da kommt jetzt hier gleich. Jetzt kommt hier gleich hier so überall die Verstärkung, ne? Pass auf. Hast du Elfenwind oder so? Was, Elfenlicht? Und Hortensia kann ja magiemäßig alles tanken, außer Elfenwind. Und da kein Ding. So. Ach, er kann ja nicht killen. Ich vergesse es die ganze Zeit. Oh.
Du bist zu weit. Du bist zu weit. Ja. Du bist zu weit. Aber noch mal ein Zeug. Okay. Cool. Noch mal das Ganze. Das Problem kann man ganz einfach lösen. So, ich platziere erstmal dich hier hin. Für mehr Schaden, damit die Leute hier mehr Schaden machen, ne? So, boom. Der hat zwei gekettet. So, dann noch mal Hortensia hin. Sie macht den platt, weil sie ist nicht barmherzig. Nein, ganz und gar nicht. Überhaupt keine Gnade. So, jetzt haben wir noch einen legendären Speer. Wir haben jetzt eigentlich schon gewonnen, ne? So, am liebsten würde ich ihn hier noch den Dings hier entfernen lassen. Er hat kritische Abwehr von 0 jetzt. 9, 36. Du wirst aber nicht so viel Schaden nehmen, oder? Müsstet das, nee, du überlebst das nicht, wenn er krittet, weil er macht 45 Schaden. Obwohl du nimmst ein weniger Schaden, da werden wir überleben. Das guck mal, passiert. Tag und Nacht können wir auch benutzen, aber wir können nicht unsere Dinger hier benutzen. Unsere Superfähigkeiten. So, naja. Du bist tot. Oh ja, 75%. Sie werden nur die 100 erreichen irgendwann, pass auf. Etwas wird, kriegen wir die 100 noch. Gott, ja, okay, aber überlebt mit 42 Schaden nehmen. Okay. Richtig gar nicht, gar keinen Bock. Ja, wir haben es eigentlich geschafft, ne? Mal am Leben, ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, stimmt. So, wer kann denn hier noch ein paar Kills abräumen? Wer ist denn hier noch am Leveln? Aber wenn ich dir was anderes gebe, ist das schon in Ordnung, ne? So, entschuldige, was? Oh, viel besser. Okay, das ist ein Erzritter. Schau mal, wie gruselig die sein können. Hier hin, du nimmst jetzt auch keinen Schaden von Magie, ne? Ja, ey, wieder ein Pflege gesichert, ohne zu verbrauchen. Ja, resistent. Oh, zack. Kannst du ihn fast killen?
kann ich mal holst du dir den auch noch. Dann nächstes Mal, wenn ich sie benutze, ist sie wieder unterlevelt. Ich weiß nicht, wie das jedes Mal passiert. Aber gebe ich ja schon so viele Kills und so, ne? So, Fähigkeit, Glück, noch mehr Crit. Oh, Wanda, 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 Wanda. Ja. Versuch es mal. Cool. So, dann nehme ich mal an, kommst du? Nein, du nimmst eine Menge Schaden. Obwohl nicht so eine Menge Schaden, ne? 10. Aber er kann nicht damit doppeln, ne? Elfendonner kann ich doppeln. Lerner zu. Oh, ich bin der bessere Erzritter. Obwohl du mich doppelst. Und mehr Schaden machst als ich. Eigentlich schon mal ihn eigentlich auch erledigen, ne? Na, schauen wir mal jemanden rein, der den erledigen kann, weil die müssen aber niemanden umbringen, ne? Den Typen kann ich brechen. Ja, komm. Mach mal hier. Cool. Dann war es eigentlich geschafft, ne? So, wir können hier noch einen Kill abstauben. Wanda. Wanda. Natürlich Wanda. Ah, komm mal hier. Okay, da muss ich noch die Ringe hier einsammeln, ne? Hm. Hätte ja noch keinen Ring. Wir sind ja noch alles übrig. Was kommen noch Gegner, ja. Aber glaube ich nicht mehr, ne? Fehlen noch ein paar AP. So, wärst du so freundlich, diese ja zu aktivieren. Das ist der japanische Name von Fire Emblem 6, ne? Dann haben wir Corrin. Perfekt. Ich habe Fokale noch übrig. Ich hatte halt irgendwie was ausmalt. Außer danach kommt direkt noch ein Kapitel, ne? Das wäre es natürlich. Ja, ne? Mal schauen. Also, sie könnte vielleicht Roy nehmen. Ja. Oder Marin könnte Roy nehmen. Na komm. Ja, du nimmst hier live. Und Corrin lasse ich noch mal da kurz liegen, vielleicht kommt da ja noch was, ne? Nö. Okay, dann mal habe ich gesagt, warte mal, wo ist Fogado? Wo ist er?
So, haben wir alles erledigt, ne? Keine Truhen und so, ne? Alle Charaktere noch am Leben. Dann gehen wir hier rein. Und holen uns noch Corin ab. Da war es dann, ne? Jetzt habe ich allein gesammelt. Aber da war es. Cool. Dämonisch und göttlich. So ist dieses Kapitel übrigens. Ich glaube, ich noch nicht irgendwie drauf angesprochen, ne? すべての紋章書を権限できました。敵も片付いたようですね。よかった。すまなかった。二人とも。アルフレッド、疑ってしまったんだ。君が引用兵として蘇った時、これはソンブルの策で僕たちを互いに殺し合わせようとしているのではないかと。けれど、共に戦って分かったよ。君たちは間違いなく味方だ。 戻ってきてくれて嬉しいわ。それがどんな形でも。信じてくれてありがとう。ございます。レイル王女もありがとう。あなたが頑張ってくれたおかげだよ。よくぞ自分自身に打ち勝った。そして信じてくれた。そうでなければ私たちは皆この場で死んでいただろう。いいえ、そんな嬉しいです。 これでまたみんなと一緒に。ベナ・ラウフナ・ゾンビ。どうしたの？体が動きません。手が消えかけています。どうして？致命傷を受けていないのにこんなに早く消えるはずないわ。その体には限界まで力を与えたはずよ。 もしそれが尽きたというのなら12の紋章師を権限する力に到底及ばなかったということ。私はそんなにすごい力を使っていたんですね。大丈夫よ。もう一度私の力を。冥界の番人よ。死した体に。 Kann mal langsam wieder irgendwas Gutes passieren, ja. Arigato, Beiru. Watashi wa koko made no yō desu. Anshin shite kudasai. Monshōshi wa 12 nin sorotte iru desu. Watashi ga inakutemo minna nara kitto Sonburu o tomeraremasu. Iya yo. Sekkaku ganbareta no ni. 一緒に夢を叶えるって言ったのに。ごめんなさい。またそんな風に悲しませて、せめて最後に役に立つことができてよかった。みんなをここで死なせずに済んでよかった。でも本当はみんなと最後まで共にいたかったです。 お兄ちゃん、やっと指輪を取り戻せたのに、やっとみんなで手を取り合えたのに、託された使命をこの手で果たしたかった。平和になった世界をこの目で見たかったです。光、竜の子よ。 力を望みますか。あ、え、皆と共に最後まで戦う力を。この声はマルス。死してなお戦った竜の子よ。 もう一度立ち上がりたいと願いますか。戦いたい。ここで終わりたくない。この先
どれだけ辛くても世界を救うまで戦いたいんです。あなたたちエンブレムのように。その願い受け取りました。あなたに力を授けましょう。 Und nach dem zweiten Tag stieg der Lord wieder auf. Oh. Bin ich ein Emblem? Ich bin ein Emblem, ne? Ich bin jetzt nicht mehr halb böse. Ich bin jetzt nur noch gut. Weil blau ist immer gut, ne? Ich bin jetzt ein Super Saiyajin. Gott, Super Saiyajin. Ich bin das Emblem des Feuers. Aber er war doch auch mal irgendwann Menschen, oder? モンショウ氏としての力は指輪に込められる。龍族が石に龍の衝動を込めるようにね。君はあの時確かに死んでしまったけれど、新たな肉体を持つ紋章師として生まれ変わったんだ。12の指輪の力でですね。 Obwohl, die haben ja irgendwie davon gemurmelt, ne? Als wir irgendwie auf dem Schiff waren, haben die Augen gesagt, ja, wir müssen das einsetzen, ne? So, nehme ich mal an, haben die jetzt so ein bisschen so geforeshadowed, ne? この世界に与える力は
あなたに託したもので最後となります。この先の力をすべて使ってでも、私たちはあなたと共にいたかったんです。それが初めて一つとなった。紋章師全員の願いだったんだよ。みんな死した命は戻らない。けれども、こうすれば君を救えると思ったんだ。勝手なことをしてすまない。紋章師となるのは 君の本意ではなかったかもしれないけれど。いえ。二度も死を迎えた私を救ってくれてありがとうございます。この先、ich bin echt der Jesus dieses Spiels。私と仲間たちが必ずみんなを守っていきます。それから、ユーロが遅れてしまいましたが、お帰りなさい、マルス。 あなたとこうして話がしたかった。イルシオンで離れ離れになってからずっと待たせてしまってごめんなさい。何も気にしてなんかいないさ。目覚めを待つのに比べたら瞬きよりも短かった。改めてよろしく。これからは同じ紋章師として。はい。オッケー。 Wollt ihr mir ein Herzinfarkt geben? Schaut, wie alt ich bin. Können wir überhaupt noch sterben? Wir sind jetzt in dem Leben. Stimmt, da gab es noch einen Bösewicht. Den müssen wir auch noch erledigen. Titus no umi ni tairiku ga kore ga Gradoron no chi jōkū de ikai no tobira ga hiraki kakete iru. Chikara o eta Sonbul ga ikai e shinkou shiyō to shite iru nda. Hayaku tome ni ikanai to. Sou shitai tokoro da kedo. Wie praktisch. Warum habe ich wieder rote Haare? どこにあるのか。私、わかるわ。グラドロンの地に力の渦を感じるの。同じ邪流だから感じ取れるのかも。全部で2つ。いえ、3つ。こっちの方向よ。私についてきて。ではこれよりグラドロンの地へ邪流門を破壊し、 Okay, cool. Da. Oh Gott, ich bin verwirrt. Nee, ich habe beide drauf. Genau. Kann ich noch mal zurück zum Somniel? Na, Ladebildschirm. Komme ich jetzt zur Erkundung hier? Ich habe immer noch rote Haare.
ist sehr bedrückend gerade. Mir geht's gut. So, meine Garde hier. War es auch die ganze Zeit dabei, keine Sorge. Okay, jetzt kommen immer mehr irre Twists hier in dem Spiel. Aber ich kann mal ausnahmsweise sagen, dass ich irgendwie den Plot irgendwie nicht voraus erahnt hatte. Darin ist Fire Emblem überraschenderweise gut. Normalerweise spiele ich mal irgendwie ein Rollenspiel und so, nachdem ich irgendwie schon die Hälfte erreicht habe, kann ich mir immer so vorstellen, irgendwie so spontan schmeiße ich dann immer irgendwelche Theorien irgendwie raus und denke mir so, oh, das passiert wahrscheinlich als nächstes, ne? Und dann irgendwie ein paar Stunden später passiert sogar das. Also bei Fire Emblem kann ich kann ich das nicht so behaupten. Das wirft manchmal irgendwie so Sachen auf einen, bei dem ich mir immer denke, so, nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist auch ein gutes Zeichen, ne, für das Spiel, oder? Oder ein schlechtes, weil das irgendwie bedeutet, ja, das Spiel macht einfach, was das will und irgendwie unerklärt und so, keine Ahnung. Ich habe schon gehört, irgendwie, die Story ist nicht so gut angekommen. Also ich habe mir jetzt keine richtigen Reviews oder sowas angeschaut, weil mache ich sowieso nie, aber ich habe so irgendwie so gehört, wie Leute angedeutet haben, ja, Gameplay ist klasse. Jede Person, die irgendwie das Spiel so angesprochen hat oder so, oder so jeden Text, den ich irgendwie von diesem Spiel gesehen habe, so in Sachen Reviews, es hieß irgendwie immer, großartiges Gameplay, bestes Gameplay in der Serie, aber schreckliche Story oder irgendwie so. Also ja, Story hat wohl vielen Leuten irgendwie nicht gefallen. Meine Güte. Und ja, was soll's. Interessiert mich jetzt nicht so. Ich erwarte keinen Blockbuster von einer Story her, wenn ich Fire Emblem spiele. Wir reden ja immer noch von Nintendo, also nicht, dass Nintendo keine guten Storys oder so machen kann, aber Nintendo ist sehr irgendwie, wie nennt man das? Hey, meine neuen Partymitglieder. Oh, hätte jetzt auch noch Dings sein können, ne? Okay, ich dachte, sie wird jetzt irgendwie was sagen. Mani hätte uns auch, hätte sich auch noch anschließen können, ne? Das wäre so typisch irgendwie, soweit nicht. Gab es irgendwie einen Grund, sie hätte, dass sie hätte sterben müssen oder so? Die hätte sich eigentlich noch voll locker uns anschließen können. Aber wir mussten ja, glaube ich, irgendwie so ein Exempel irgendwie zeigen, so, ne? Wie böse irgendwie, weil nicht Zephyr ist. Ich denke mal, das war der Grund, warum sie sterben musste, ne? So, ich gehe natürlich erstmal auf die Weltkarte, damit wir sehen, was wir noch haben. Wir haben 2, 3 Nebenquests, nehme ich mal an, oder eine davon war die Hauptquest, nehme ich an, ne? Ich habe übrigens mal hier, ich habe ja die Hülle von dem Spiel, ne, weil ich mag keine digitalen Kopien, ne? Und wenn man die Hülle aufmacht, da bei Videospielen ist ja so, du hast irgendwie bei der Packung hast du ja noch irgendwie so dieses Papier drin, ne, wo du irgendwie, weil hier die das Cover des Spiels drauf gedruckt ist, ne? Und meistens in einigen Spielen hat die Inside ja irgendwie noch so irgendwie, weil nicht also bei den Nintendo-Spielen ist das jedenfalls so, ne? Die haben in der Innenseite auch noch mal irgendwie so andere Sachen drauf gedruckt und so, ne? So, wird ein mysteriöser Ort
der dem Park von Schloss Lythos ähnelt, wird ein mysteriöser Ring aufbewahrt. Okay. Aber da könnten wahrscheinlich auch eins davon könnte halt DLC natürlich sein, ne? Lavafelder 23, da ist die Hauptstory. Stufe 14. Und in diesem Bildchen von dem Cover hier, da sieht man sogar die da sieht man hier dieses komische religiöse Bild, ne? Mit den ganzen Emblemen und hier den Dämonendrachen und dem Wirmgott und so. Und in der Mitte sieht man so die Weltkarte und in der Weltkarte sieht man sogar hier dieses wie heißt das nochmal, Grados, hier dieses Dämonenreich, das Sombron erschaffen hat. Emblemmarf, das Emblemmarf, das ist hier irgendwie was vollkommen anderes dann. Ich nehme an, das ist das DLC dann, ne? So, jetzt haben wir natürlich einige sehr einfache Quests hier, weil wir jetzt schon ein bisschen höher überlevelt sind. Müssen wir ja auch noch machen. Ich glaube, es hat auf jetzt, ne? So, wir gehen mal kurz. Gehen wir ganz kurz nach zum Somniel. Und ja, da war ich, fand ich mal ein gutes Detail. Also man konnte ja so, ich nehme an, das soll die Weltkarte aus der Vergangenheit sein, weil dieses Dämonenreich von denen, das war ja irgendwie schon, das existiert ja irgendwie tausende von Jahren vorher schon, ne? Ich nehme an, das soll irgendwie so die Weltkarte davon sein. Und in den Seiten sieht man ja alle Embleme, alle Emblemcharaktere und so. So, und das hier habe ich, glaube ich, wegen dem DLC bekommen, ne? Also so Sachen. Das sind, glaube ich, die Dinger, die ich für Waffen brauche, ne? Um meine Waffen ja irgendwie abzugraden, was ich sowieso nicht mache. Also ja, gut. Was soll's. So, was haben wir hier? Volk Wangre, Fensalier und Noatun. Und da haben wir Alphonse, Charena und Anna. Das sind die Fire Emblem Heroes. Ich habe vergessen, dass ich Hasenohren aufgesetzt hatte. Hey Marv, wie findest du meinen neuen Style? Okay, Weibern retten, neue Schwierigkeit, alter Brunnen, neue Items, alles klar. So, wo ist, da ist Vale, wo ist Mavier? Ich will deren Klamotten hier mal sehen. Mavier ist nirgendwo hier. Schau mal, Vale. Wie sieht Vale aus? Hey. Boah. Voll putzig. Sie ist immer noch barfuß? Ne, ist sie nicht. Das macht keinen Sinn. Warum trägt sie im Kampf keine Schuhe, aber irgendwie im Dings ist irgendwie, weil nicht im Somniel tut sie sich elegant kleiden. So, lass mich mal ja alles einsacken. Abholen, das ist eine Menge. Habe ich vom Marv eigentlich alle Ringe schon? Ich weiß es gar nicht, ne? Da haben wir neue Musik? Ne. Haben wir mal neue Musik da. Okay, Barbaren reiten, da tue ich natürlich offscreen machen. War so ungewohnt jetzt mal wieder hier im Somniel zu sein. Oh, das war grünes. Okay. Dämonenwelt. Du kannst die Dämonenwelt über den alten Brunnen betreten. Wieso musst du jedoch nicht in ein Stück durchspielen, sondern kannst zwischen den Kapiteln zur Welt der Hauptstory zurückkehren. Zudem verfügt die Dämonenwelt über einen vom Hauptspiel unabhängigen Schwierigkeitsgrad. So, und dann habe ich bekommen. Oh, einfrieren. Tiramisturm. Tiramis
Schwierigkeit. Ich kann auch zurück, bleibt gleich. Du kannst die Einstellung ändern zu extrem. Nein, danke. So, lass mich mal kurz jetzt speichern, ne? Weil das interessiert mich dann doch schon ein bisschen, ne? Aber erstmal will ich hier wahrscheinlich meine Runden drehen, ne? Und ja, ich habe eine Menge Sachen, die ich hier machen kann. Bobby, wie geht's? Warum siehst du das so aus, als würdest du irgendwie damit ringen, als würdest du mich umbringen wollen oder nicht? Warum habe ich überhaupt wieder immer noch rote Haare?感謝の気持ちを込めて贈り物がしたいからですよ。神竜殿が俺に感謝。思い当たる節がありません。何かの間違いではないですか。モーブはデイルの騎士なのでしょう。デイルはあなたがいたから今まで生きてこられたのだと思います。唯一の兄弟として、そのことに感謝せずにはいられませんから。 Als wenn sie im letzten Kampf gestorben wäre. なるほど。そういうことであれば、お気持ちだけ受け取りたいと思います。気持ちだけですか？デイル様に尽くしてきたことを評価されるのは嬉しいです。しかし、俺はもともと神竜殿の敵。お礼をいただくような善人ではありません。それでは、これにて。 Ist überhaupt nicht wahr. Ich bin derjenige, der hier alles macht. Im Somniel. Okay. What? What? Ja, warte mal. What? Okay, mit einer von zwei Fällen. Was? Kann mit Bündnis plus im Kampf ein Bündnis eingehen. Okay. Innerhalb von zwei Feiern, die mit dem Ring Oligulu da. What? Hebt effektiv gegen diese Einheit auf. Regenschmied plus. Das ist broken. Also Leute können mich ausrüsten. Drachenfaust. Das heißt aber noch. Okay, also ich kann mich im Kampf irgendwie mit Charakteren verbinden. Okay. Das müssen wir, glaube ich, mal irgendwann nachgucken. So, Fram hatten hier eine Menge Supports, okay. Dann zeig mal. Weil mit ihren alten Klamotten so ungewohnt. そう、それはラピスさん、私を熊退治に連れて行ってよ。熊は簡単に退治できるものじゃないわ。だから面白半分でそんなこと言ったらダメよ。面白半分なんかじゃないよ。 Warum ist die erste Szene, die mir jetzt in den Sinn kommt, diese Szene von My Little Pony, wo irgendwie Fluttershy in einem Bären das Genick bricht? Bevor sie ihn irgendwie voll zu Boden wrestelt, irgendwie.
分かったわ。そこまで言うなら連れて行ってあげる。本当？ただし私の言うことはちゃんと聞くこと。相手は人を襲う凶暴なクマなんだから。もちろんだよ。ラピスさん、協力してくれてありがとう。Eine entbehrliche Hilfe. Gott. So. Wanda. Na klar. B.届けるように頼まれたのに、誰に届けるのか忘れちゃった。頑張るって言ったのに、バンドレさんがっかりするだろうな。フラン、頼んでいた仕事はうまくいったか？そうさ、ich bin tot。それが、その…ごめんなさい、また失敗しちゃったの。まったく、仕方のないやつだな。怒らないの？正直に失敗を認めて謝ったではないか。別に何も起こるようなことはない。でも同じような失敗をしちゃったんだよ。フランが一生懸命やっているのは知っている。だから少しずつ成長すればいいのだ。Das Teil wurde gebaut? 落ち着いてしっかり確認することだ。そうすれば必ずうまくいく。うん、次こそは絶対失敗しないように頑張ります。 OK. Und Fram und Diamant. フラン、今日は歴史の本は読んでいないのか？私、歴史の勉強をするのはやめました。一体どうしたんだ？楽しくなってきたと言っていただろう。ディアマンド王子は世界を平和にするって言っていましたよね。あれって本当なんですか？もちろんだ。私の言葉に嘘偽りはない。じゃあどうしてブロディア王国はイルシオン王国を攻めたりしたんですか？それはイルシオン王国の人にはブロディア王国を恨んでる人もいるって聞きました。ディアマンド王子の言う平和というのは武力で争いをなくすってことなんですか？歴史の本を読めば読むほどわからなくなって怖くなってしまったんです。だから歴史の勉強はもうやめにします。ブロディアは武力の国だ。争いで領土を拡大してきたという歴史もある。イルシオン王国の人々にはブロディア王国を嫌っている人がいるのも事実だ。だが私は力で押さえつけることなど望まない。私の代で少しずつでも変えていきたいと思っている。簡単に和解することはできないだろう。しかし国をですか？ああ、だからフラン、私にチャンスを与えてほしい。でもディアマンド王子はこの話を黙っていたじゃないですか。隠すつもりがあったわけではない。だが私の中に後ろめたい気持ちがあったのかもしれないな。そうだな、フランが怒るのも無理はない。お、怒っているわけでは。でも何なんでしょうこのモヤモヤは。あ、ミスやばいまそう。So ängstlich und nicht so in your face irgendwie wie sonst. Hey, irgendwie habe ich gewusst, dass die beiden Support haben. Zeig mal. Bandore-dono, naze ore ni tsuite mawaru nda? Hitodasuke ni keibi shigoto, jitsu ni mohanteki na katsudou o shiteiru no da na. Ore o mihatteiru touyu wake ka? Nen no tame ni da.悪く思うな。俺がまたあちら側に戻るとでも？そうは言っていない。Das ist irgendwie lächerlich, wenn man irgendwie bedenkt, dass man wie Wanda irgendwie einen Schlag wegboosten könnte. そうだな。俺はそれだけのことをしてきた。バンドレ殿、手数をかけて申し訳ないな。気にするな。私は遠くから見ているだけだ。俺もできるだけ努力するつもりだ。みんなに受け入れられるように
努力するのは構わないが、くれぐれも面倒事を起こすなよ。やはり信用を得るのは難しいか。バンドレ殿にも恨まれているのだろうな。無理もない。俺はルミエル殿を。Na, er persönlich hat da nichts gemacht, ne? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, Vale hat doch eigentlich Lumiera getötet, ne? Also die böse Version von ihr. Aber immer noch Vale, ne? Von daher ist Vale irgendwie mehr schuld. Aber okay, was soll's, ne? Sophia, ja, hari, watashi to te hase o shite kurenai ka? Diamando-sama.言ったはずです。今の私では。分かっている。だが、それでもザフィアの実力が知りたいんだ。分かりました。そこまで言うならお付き合いします。ただし、私が一本取ったら話を聞いてもらってもいいですか？話なら手合わせをしなくても聞くぞ。私が勝てたらでお願いします。そうでないと話す踏ん切りがつきません。なるほどな。Okay. Ich bin gespannt, wer ist stärker anscheinend. Okay. Also in der Canon von Fire Emblem Engage ist Saphir stärker als Diamant.両親も友達もイルシオン兵に殺されました。あの時私は何もすることができなかった。今でも悔しくて胸をかきむしりたくなる時があるほどです。その気持ちは私にもわかるさ。きっと私はその苦しみから解放された。鍛錬をしているのだと思います。戦争の責任はイルシオンだけではなく王族である私にもある。そんな境遇であるにもかかわらず、ブロディア王国のために尽くしてくれて感謝する。ディアマンド様に話したら心が軽くなった気がします。この苦しみは己の弱さが原因です。克服できるよう日々精進したいと思います。Alles klar.Und Marin und Bennett. Eine ganze Menge Anwalt. Ich meine, wir haben zwei Kapitel gespielt, ne? そういったことには興味はないんだ。そうなのかい？見るだけじゃ物足りない？いや、そのどうしたんだい、ボネ。あ、もしかして、まさか君はよからぬことを考えているね。よからぬこととは？君は料理人だ。動物の肉を料理する。この前だって珍しい鶏肉とか言ってた。もしかして珍獣を料理したいと考えているんじゃ。いや、そんなことは考えていない。本当かい？じゃあ僕に優しくしてくれた理由は？それは忠告しておくよ。僕は怒らせると怖いんだ。もし珍獣を料理しようと考えているのだとしたら、とんでもない目に合わせるよ。メリー、落ち着いてくれ。そういうことじゃないんだ。君が珍獣を料理する前に僕が君を料理する。よく覚えておくんだね。違うと言っているだろう。Die alte bringt mich um. Na, dann mal Bullen und Morvie. Alles klar.Kein Support mit Vale. これはうまくなりそうだな。たくさん水をやるから、病気をせずに元気に育てよう。
ほう。ここがボネの菜園か。モーブか。周辺警備をしていたらボネが見えてな。何の野菜を育てているんだ。この時期は数種類の葉野菜だな。実をつけるものもいくつかあるが、自分で育てた野菜ほどうまいものはない。軽く火を通して食べるだけで絶品だ。よく見ると花も育てているようだが、料理に使うのか。ここで育てている花は観賞用だ。美しい花の匂いを嗅ぐと心が癒される。モーブも嗅いでみるといい。優しくて柔らかい、いい香りだ。確かに心が落ち着くな。まるで時間の流れが変わったかのようだ。モーブは働き詰めなのだろう。たまにはここで疲れを癒すといい。そうだな。では仕事の合間に時々立ち寄らせてもらうとしよう。Alles klar. Das ist doch nett. So. Dann muss ich noch mal kurz hier zum... mal zur Ringkammer. Ich bin ziemlich sicher, ich habe noch nicht von Marv alle Ringe, ne? Apropos Ringe, ich habe doch hier so drei Ringe gerade bekommen, ne? Na, das sind Charaktere aus Fire Emblem Heroes. Das sind die drei Hauptcharaktere aus Fire Emblem Heroes. Mit dem Nachbarn Angriff plus 2. Also. Okay, cool. Also Fire Emblem Heroes ist halt ein Mobile Game und die haben wir mal Anna, wie sie in Fire Emblem Heroes aussieht, wo sie erwachsen ist. Okay, cool. Das habe ich nicht nachgeguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe vom Marv noch nicht alle. Ich habe vom Marvs Welt wahrscheinlich noch nicht alle, ne? So, ja. Dann stellen wir mal hier noch ein paar her, bis wir alle haben. Hier haben wir Legion. Der sagt mir gar nichts. Hier meine, der ist aus Fire Emblem 3 oder so, oder 11 und 12. Er sieht ein bisschen krass aus. So, Katharina, sie ist aus Fire Emblem 11 oder 12. Irgendwie so ein zusätzlicher Charakter. Chris, er ist irgendwie der bei Lev oder Hauptcharakter von Dings, aber Minerva, die erste Drachenritterin, die originale Drachenritterin. Haben alle? Nein, ihr einer fehlt noch. Aber wenn Jagen die letzte Person ist, ne? Also der Vorbote von Wanda. Das war Emblem 1. So, Ogma. Charaktere sehen so derpy aus. Ich glaube, das sind Konzeptgrafiken von Fire Emblem 11 und 12. Ja, Ogma war der letzte. Ogma, das ist der originale Söldner. Ach, wir haben alle. Wir haben uns alle. Hat einer an. Cool, ne? Ist doch bestimmt irgendwie ein Ding für, ne? Okay. Dann gehen wir zur Arena. Also der Grund, warum ich jetzt hier rote Haare habe, nehme ich mal an, ist, weil irgendwie, weil nicht. Ich nehme an, ich kann von meiner menschlichen Form zur Dingensform wechseln, ja? Zur Emblemform, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, Training. Einige Charaktere sind furchtbar unterlevelt jetzt, weil wir jetzt die ganze Zeit mit den Charakteren hier rumrennen mussten, ne? Gott. Ich glaube nicht, dass ich hier... Aber einige Leute sind auf Level 9 noch.
Andrea zum Beispiel oder John. Also war mit John, würde ich sagen. Gibt bestimmt Leute down. Naja, Kinchosrna. Serine, Marimas. Bonk. Oh. Okay, ganz ruhig bleiben. Au. Ganz ruhig bleiben. Oh, kein Dings. Oh, noch mal. Andrea wird wahrscheinlich keinen Level abbekommen. Das ist Edelgard. Der kann ich nicht supporten. War gewone-shottet. Ein Killer Level Up bitte. Oh, was war das denn? Das war kein gutes Level Up, Mann. Okay, dann gehen wir mal mit Pandreo noch einmal, weil er ist der einzige, der jetzt hier noch auf Level 9 ist, ne? Ja. Oh, jetzt kann ich, wenn ich 12 Charaktere platzieren kann, kann ich jeden jetzt hier ausrüsten mit einem Emblem. Sehr cool. Ja. Mal bitte ausrüsten. So, ich nehme mir sehr stark an, er wird nicht gewinnen. Weil Pandreo ist nicht so dolle leider. Oh. Da könnt ihr den Support rekrutieren. Oh Gott, sie macht mich fertig. Aber daneben. Oh Mann. Oh Mann. Support. Nein, nicht mal Support. Okay. So, dann haben wir auch erledigt. Jetzt will ich einfach mal. Jetzt will ich einfach mal gucken. Okay. Jetzt will ich einfach mal gucken, was passiert. Wenn ich da zum Brunnen hingehe, ne? Weil ich einfach mal sehen will, was da los ist. Dann machen wir schon ab den nächsten Part der DLC, würde ich sagen, ne? Wenn das schon rausgekommen ist und so, ne? Warum dann nicht, ne? Habe ich irgendwie zeitlich perfekt irgendwie angepasst, ne? Oder ich lasse mir einfach viel zu viel Zeit mit dem Spiel, ne? Jetzt halt sind schon die ganzen DLCs und so rausgekommen, ne? Nehme ich mir perfekt Zeit hier. Wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe ja schon Leute gesehen, die haben das Spiel irgendwie nach 2 Tagen irgendwie schon abgeschlossen gehabt. Ich habe da ein bisschen mehr von, ne? So, ich will einfach mal sehen, was da los ist, ne? Kann ich da einfach mal so reingehen? Oder kommt jetzt irgendwie so eine Cutscene oder so? Fremde Drachen, Dämonenwelt 1. Okay, weißt du was? Überspringen wir mal. Jetzt sparen wir uns dann bis zum nächsten Mal auf. Ich dachte jetzt, ich komme jetzt irgendwie auf so eine Weltkarte oder irgendwie sowas, ne? Okay. Okay, Emblem der Nero muss mit keiner Einheit synchronisiert sein, um im Kampf Bündnis Plus zu nutzen. Alles klar. Okay, ich nehme an, das wäre so oder so jetzt passiert, auch wenn ich jetzt nicht hier das gemacht hätte, ne? Manchmal erhöhte Treffer und Auswahl des Anwenders. Bündnis auf Lyration für die Bündnisleiste bei Nachbarter verbinden und wenn der erste. Was hat Bell? Mindestfähigkeit, Energie. So, was mache ich hier gerade? Anstatt an die Banderfahne verbinden. Oh, ich habe so viel Unterstützung mit allen Charakteren. Oh, da ist John auch als Dings, als Oberpriester, ne? Band Level 1, blablabla, alles klar. Einsatz in der Dämonenwelt. In Schlachten in der Dämonenwelt haben deine Vermögen bestimmte Klassen und Level. Die Items in ihrem Inventar sind ebenfalls vorgegeben. Du kannst sie aber wie gewohnt zwischen den Einheiten austauschen. Vermögen, die in der Schlacht fallen, kehren im
Anschluss wieder zu dir zurück, unabhängig von der gewählten Schwierigkeitsgrad. Okay. Gasverbündete in der Wohlwelt, die sich in der Schlacht als Gasverbündete. Da will ich noch alles wissen, alles. Aber so wie es ausschaut, ist das hier alles vorgegeben, ne? So, alle 15. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Verzerrter Wolf. Aber wie es ausschaut. So, okay. Da machen wir beim nächsten Mal, aber ne. Gut. Eine Sache will ich aber noch machen. Einfach nur, damit ich mehr Support-Punkte hier offscreen abkassieren kann, ne? Und zwar will ich einfach mal noch hier einen Support mit Vale auslösen. Weil sonst kann ich sie offscreen nur bis zum C-Rang hier hochleveln, ne? Movia hat zum Beispiel schon C-Rang, ne? Ihn kann ich schon zum B-Rang hier hochleveln, wenn ich Glück habe. Wenn ich halt schon mal mit Vale irgendwie auch schon zum B-Rang beim nächsten Mal sein kann, ne? Deswegen weiß ich nicht. Überschütten wir sie, wir haben ein bisschen mit Geschenken. Hochzeitskleid. Ich habe schon gedacht, wird nicht viel geben, ne? Er wird nicht viel brauchen. Dann schauen wir mal Support auch noch von ihr an. Und dann gucken wir mal. Vale, じっと見つめてどうしたんですか? Neue Musik. 本当にもう体は大丈夫なんだよね。はい。異形兵から復活したのは不思議な気分ですが。 今はすっかり元気です。ベイルが力を貸してくれたおかげですよ。よかった。あのね、それから今までのことずっときちんと謝りたかったの。たくさん人を死なせてしまったのは私のせい。私が弱くて自分に負けたせいで許されないけど。 どうか謝らせて。本当にごめんなさい。ベイルが気に病むことはありません。すべては邪竜の洗脳の仕業。あなたは自分の力で邪竜の洗脳を解きました。それは本当にすごいことなんですよ。ありがとう。私もっと強くなるわ。あの日言ったように。 世界を救う竜になりたい。この夢が叶うように頑張るから。私のこと見ていてくれる？もちろんですよ。私はお兄ちゃんですからね。今まで。もう、しょまがある、おら。あんなレベルそんなフォン。できることがあれば手伝います。兄弟として一緒に頑張りましょう。 Okay, schön. So, jetzt kann ich offscreen schon sie zum B-Rang ja hochleveln, supportmäßig. Damit ich ja nicht nur einen Support bekomme, ne? Haben wir schon mal gespart. So, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir das DLC, ne? So wie ich das verstehe, ist, ich spiele das DLC durch, ne? Und es ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir bekommen feste Einheiten mit festen Level, festen Equipment. Also es ist genauso wie in Free Houses damals mit den Ashen Wolves. Ach, wie hieß das nochmal? Cinder Shadows. Mein Gott. Wie sagt die jetzt hier? Die Ashen Wolves, das ist die Gruppe. Das ist das vierte Haus. Aber der DLC heißt Cinder Shadows. Und so wie das abgelaufen ist, man hat ja vorgegebene Charaktere mit Equipment, Level und all so was. Und man hat eine festgegebene Story durchgespielt. Die Erfahrungspunkte, die man da gesammelt hat, wurden nicht übernommen in das Hauptspiel, weil das halt ja feste Sachen alles waren, ne? Was bedeutet, es besteht eigentlich überhaupt kein Grund, dass wir uns das bis zum Ende aufbewahren. Da können wir direkt jetzt schon machen, ne? Weil so wie ich das verstehe, wenn ich dieses DLC abschließe, dann bekomme ich einige Charaktere, die wahrscheinlich in dem DLC vorkommen, irgendwann hier als spielbare Charaktere. So wie in Cinder Shadows, in Fire Emblem Three Houses, ne? Und damit ich auch was von den Charakteren noch hab, ne?
sollte ich halt dann so schnell wie möglich machen, ne? Weil so viele Kapitel sind jetzt auch nicht mehr übrig, ne? Wir haben noch ein paar DLC-Kapitel, wir haben jetzt noch eine Menge, eigentlich haben wir noch eine Menge Kapitel vor uns, ne? Aber würde jetzt irgendwie keinen Sinn machen, jetzt die ganzen Nebenquests zu machen und dann erst die Charaktere freizuschalten, ne? Wenn da noch irgendwie ein Kapitel oder so übrig ist, ne? Deswegen machen wir halt einfach so schnell wie möglich hier, würde ich sagen, ne? Damit wir was noch von denen haben. Das ist wahrscheinlich schon viel zu spät eigentlich. Aber jetzt schon so gut wie durch sind mit dem Spiel. Also so gut wie, aber bestimmt schon relativ nah dran. Also gut, ja, beim nächsten Mal gibt es dann das DLC, ne? Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall. Aber was ich jetzt mache, ist erstmal den Part beenden. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder vom Fire Emblem Engage. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich bin ein Hoppelase. Ist dieser? Nee, dieser Part wird am Sonntag hier sein. Oder am Montag, Ostermontag, ne? Keine Ahnung. Mal schauen. Ciao.